Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Stellaris Machine Age. Wir sind immer noch der Adeptus Mechanicus und haben seit dem letzten Mal nicht nur unsere Lichtbogenöfen, die ersten jetzt hier am Start, nein, wir arbeiten jetzt hier auch gleich schon an unserem allerersten Dyson-Schwarm. Und ich persönlich hoffe immer noch, dass ich irgendwo noch einen weiteren Stern mit 4 herbekomme. Und noch ein Cyberace-Artefakt, sehr gut. Vielleicht geht ja hier noch was, aber dafür müssten wir erstmal diesen ollen Ätherdrachen hier vernichten. Und hier waren wir auch noch nicht. Also wie man es auch dreht und wendet, oh, Savannenwelt, grün. Wie man es auch dreht und wendet, es ist noch nicht ideal. Apropos nicht ideal, ich möchte idealerweise jetzt hier diesen Planeten noch besiedeln. Zack, die Buff. Werde ich wieder zwischen den Folgen dann entsprechend einen Warhammer 40.000 Namen geben. Gawain, unser Erzmagos, hat Level Up bekommen. Bis jetzt hat er Stabilität und immer noch einen Cyborg-Vorteil. Allerdings müsste dafür ein Planetengouverneur sein. Er ist ja, glaube ich, sonst nirgends, glaube ich, gerade eben tätig. Oder doch? Mars ist seine Heimatwelt. Doch, ich glaube, er kontrolliert den Mars, oder? Nee, das tut er nicht. Gawain ist hier auf Antioch Majoris. Okay. Also, ich könnte ihm jetzt hier mehr monatliche Einigkeit geben, aber das lohnt sich. Ja, doch, das würde sich schon lohnen. Hier machen wir auch schon 50 Einigkeit auf diesem Planeten. Obwohl es eigentlich eine Fabrikwelt ist. Kartograf. Ich mache das. Immerhin eins mehr, seht ihr? Einen mehr. Mehr kann ich nicht verlangen. Also können schon, aber ich werde es nicht kriegen. Die mit ihren komischen Deos. Ist das jetzt hier eigentlich... Oh, geil! Ja, genau, das ist der zweite. Wo ich eine 4 drin habe, das ist gut. Und hier hat es auch nochmal ein paar von den kleinen Mistviechern, die wir jetzt auch noch wegholzen werden. Mit unseren 3,5K rollen wir da jetzt kurz mal drüber. Das Zivilunternehmen ist erforscht. Und das Spiel will unbedingt, dass ich die Sternfestung jetzt schon mache, aber ich mach's noch nicht. Wir holen uns jetzt hier erstmal die Fregatte mit den Torpedos und so weiter und so fort rein. Das eröffnet uns auch ein paar neue Möglichkeiten. Und er fängt es demnächst endlich an. Ne? Das Gute ist, wir haben jede Menge Energy Credits auf der hohen Kante, aber wir fangen jetzt auch schon an, Minus zu machen. Wir müssen also ein bisschen aufpassen. Wo wir gerade eben dabei sind, ich möchte, dass du jetzt hier dieses System noch erkundest, dieses System und dieses System. Und sobald wir jetzt hier die Dyson-Schwärme haben, geht's rund. Da hat es auch gerade eben schon angefangen. Aber ihr seht, das dauert länger. Das ist etwas, wo wir ein bisschen geduldig sein müssen. So, haben wir jetzt hier überall das gebaut, was ich gerne bauen möchte? Naja, beinahe. Es ist nicht alles da, was da sein soll. Ihr seht, hier haben wir auch die Augmentierung, hier auch. Hier haben wir es noch nicht. Die hier können wir aufwerten. Hier können wir auch, hier können wir Kristallminen, stimmt, und Gasraffinerien und all den ganzen Kram machen. Ich weiß jetzt schon, was wir hier machen. Hier machen wir eine Dingenswelt. Wo ist sie denn? Oh, es gab doch mal diese spezielle Welt. Gibt es das nicht mehr? Doch, hier. Nee, Industrie, nein. Raffineriewelt. Jetzt habe ich es gefunden. Halleluja, ich habe es gefunden. Dann machen wir jetzt hier als allererstes... haben wir schon flüchtige Teilchen? Ich glaube, wir forschen da, glaube ich, gerade eben dran, oder? Ich glaube, wir sind an den flüchtigen Teilchen dran, aber wir haben sie noch nicht. Okay, dann machen wir erstmal einen Gasextraktionsbrunnen. It shall be. Okay, also ihr seid auf dem Weg. Das sieht ganz gut aus. Und jetzt müssen noch Paru irgendwie auch noch jetzt hier uns reinholen, diese schicke, schicke Savannenwelt. Warte mal, wenn du jetzt ohnehin schon hier bist, schicke ich dich, nachdem du das jetzt hier gemacht hast, noch dahin.
So, wir greifen an. Und da haben diese widerlichen Xenos direkt wieder in die Hölle geschickt. Ausgezeichnet. Gibt es jetzt hier noch weitere? Ja, hier noch. Aber die sind sehr stark mit 3.500. Da muss ich erst leider noch ein bisschen nachlegen. Ein Saphirschleicher. Was ist das? Achso, das sind hier die größeren von denen oder mehrere. Hä, und was ist hier los? Oh. Da hat es nochmal ein paar Feinde. Dann gehe ich direkt mit den Schiffen dahin. So, wir haben die Fregatten jetzt hier und Torpedos schon am Start. Dann würde ich als nächstes den Ionenantrieb mir holen wollen. Ja, wir holen uns den Ionenantrieb. Zum Glück machst du... Ach nee, du kommst ja gerade gar nicht mehr durch. Komm, dann mach jetzt erstmal hier die Bergung und dann nachher noch das System hier oben. Du musst noch die Sternenbasis hier machen. Danach kann sie noch ein Spezialprojekt hier untersuchen. Bei der Gelegenheit. Gott, er hat schon einige Artefakte, die wir jetzt hier uns noch sichern können. Spannend. Immer noch nur 30%. Also wir haben noch zwei Planeten, die wir noch hier setzen können. Was ist das? Ja, die wollen wir auch nicht. Flüchtlinge sind bei uns nicht willkommen. Wir nehmen keine Aliens auf. So, auch hier müssen wir nochmal eine neue Welt machen. Wieder ein Cybrex-Artefakt. Also, wollte ich gerade sagen, langsam mal sicher müssen wir es haben. Also, wir haben die Cybrex-Heimatwelt lokalisiert. Cybrex-Alpha. Oh, es ist sogar besser als gedacht. Es ist sogar viel besser als gedacht. Also erstmal machen wir das Spezialprojekt und dann das System. Oh mein Gott. Das ist ja super geil da hinten. Oh, und ich bin so begeistert von diesem Run. We've constructed something game-changing. Und jetzt machen wir hier wieder langsam aber sicher Minus. Das ist wieder ein bisschen doof. So, die aride Welt hier kann aufgewertet werden. Hier haben wir immer noch, wie gesagt, die Möglichkeit hier Forschung noch zu machen. Es wäre durchaus clever, hier ein bisschen Forschung zu machen. Also im Grunde muss ich eigentlich hier gar keine Agrarwelt dadurch definieren. Ich meine, was bekomme ich dadurch? Okay, ich bekomme mehr Produktion durch die Landwirte. Und der Cybrex-Zentralnexus. Es scheint so, als hätten die Cybrex ihren galaktischen Kreuzzug gegen die organischen Lebewesen in dessen 17. Jahr neu bewertet. Ob diese Veränderung durch Verluste auf dem Schlachtfeld oder einen ideologischen Wechsel in ihrem vernetzten Konsens ausgelöst wurde, werden wir wahrscheinlich niemals erfahren. Fest steht jedoch, dass sich die Cybrex zum Abbruch ihres Feldzugs entschieden haben. Daraufhin begannen sie mit einem langsamen Rückzug, der fast ein Jahrhundert dauerte, bis sie schließlich vollständig verschwanden. Wir wissen jetzt, dass sie sich in diesem System zurückgezogen hatten, wo sie für ihre gesamte Zivilisation eine gewaltige Ringwelt bauten. Hier isolierten sie sich für mehrere Jahrtausende, bis ein unabhängiger Erforscher ihr System durch Zufall fand und seine Position dem Rest der Galaxie bekannt machte. Die Neuigkeit, dass die gefürchteten Cybrex abermals gefunden worden waren, veranlasste mehrere Nachbarmächte zur Organisation einer gewaltigen Militärexpedition, welche die Cybrex-Ringwelt in kleinere Trümmer zerbombte. Merkwürdigerweise scheinen die Cybrex dabei keinerlei Widerstand geleistet zu haben. Faszinierend. Okay, 10.000 Energy Credits, 15.000 Ingenieurforschung, fast 10.000 Einigkeit und 100 kleinere Artefakte. Außerdem noch die Kriegsschmiede der Cybrex. Oh yeah. Ich kann jetzt einfach, wie ihr sehen könnt, ja, Legierungen drucken. Und das ist genau das, was ich jetzt tun werde. Bam, einfach mal 1.000 oben drauf. Dann machen wir noch die Geheimnisse der Cybrex. Die habe ich aber noch gar nicht, so wie es aussieht. Eigentlich müssten es noch Geheimnisse des Cybrex geben. Egal, Stiller Wolf hat auf jeden Fall ein Level-Up, wie wir gerade eben sehen. Der Armageddon regiert. Kosten entfernen. Oh, Blocker-Kosten entfernen. Finde ich eigentlich ganz, ganz gut.
Oder Bewohnerschadenbombardierung. Beides ist gut. Beides ist enorm gut. So, dann hier Systemerkunden. Aber jetzt wundere ich mich gerade eben tatsächlich. Another firewall cracked. Die Mars ist Cynthia, konnte die Energieversorgung der automatisierten Schiffswerft wiederherstellen. Ach, das war das Ding, okay. Jetzt haben wir hier nochmal ein paar Schiffe, die wir nicht mehr so wirklich brauchen. Ich muss gerade nochmal gucken, wo befindet sich... Jetzt seit neuestem... Ah, hier ist es. Überlegenheit verkünden. Religiöse Feste aus einem privaten Sammler verkaufen. Ah, hier unten sind sie doch, die Geheimnisse der Cybrex. Ganz unten, 750 brauche ich dafür. Ich habe mich schon gewundert, wo sie bleiben. Das ist auch schon bei 85%, was ich sehr, sehr gut finde. Sternenmuster. Die neuen Sensormessungen von Cybrex Alpha zeigen, dass der Stern regelmäßig pulsiert. Ja, wir gehen der Sache später nach. Was das auch immer bedeuten mag. So, du holst mir jetzt hier noch mehr davon mit dieser Forschungsstation. Forschungsstation. Du machst hier die Bergbausachen hier noch schnell. Danach hier... Oh, das geht gar nicht. Warum kann ich hier... Ah! Oh, ich kann es aufbauen. Aber mir fehlt die Tech. Ah, verflixt. Oh, das hätte ich so gerne gehabt. Das hätte ich so gerne gehabt. Naja, gut. Uns fehlt also einfach noch eine Tech. Dann holen wir uns als nächstes... Jetzt die Plastikstahlpanzerung. Nach einer intensiven Suche konnten unsere Truppen auf Kado das mutierte Monster stellen, das für den Tod unserer Kolonisten verantwortlich ist. Ein Sonderkommando rückte in die Höhle der Kreatur vor und konnte sie dort nach wildem Kampf töten. Im Nest wurden die grässlichen Überreste hunderter zerfleischter Kolonisten gefunden und ein halbes Dutzend traumatisierter Überlebender, die anscheinend zum späteren Verzehr aufgehoben worden waren. Der kolossale Kopf der Kreatur wurde abgeschlagen und dient den Truppen, die direkt an der Ableben beteiligt waren, als Regimentssymbol. Sehr gut. Schade, dass es nicht wirklich ein Regimentssymbol ist. Das würde ich eigentlich hart feiern, aber ist wohl nicht vorgesehen. Apropos ist nicht vorgesehen. Das hier ist vorgesehen. So, wir haben jetzt auf jeden Fall jetzt hier die Möglichkeit, jetzt hier die Kosten für unsere Anführer nochmal zu reduzieren. Das müsste eigentlich auch die monatlichen Kosten... Genau, verbessern. Und Trümmer analysiert und geborgen. Sehr schön. Achso, ja, wir bekämpfen jetzt die hier natürlich. Mixing it up with a hostile fleet. Ich bin ehrlich gesagt am Überlegen, wie wir jetzt hier vorgehen sollen. Also gut, ihr seid jetzt hier fertig, ihr geht jetzt erstmal wieder zurück. Lasst euch jetzt hier wieder reparieren. Cybrex Alpha ist komplett jetzt hier analysiert, du kannst jetzt hier die Bergung durchführen. Und jetzt müssen wir Cybrex nur noch für uns jetzt hier schlucken. Junk decoded. One Empire's trash is our payload. Council agenda ready. So, wir bekommen nochmal ein bisschen Einigkeit. Dann bewahre Ordnung, will ich nicht machen. Noch mehr Quantum Neurolink. Oh, das machen wir hier. Erfahrungszuwachs. Das ist ein Level-Up für jeden Einzelnen im Grunde von euch. Das fände ich voll gut. Wir haben übrigens noch keinen Anführer verloren. Das System has been cased. So, ihr seht es hier, jetzt macht der hier schon plus 500%. Das heißt, alleine jetzt bei dem jetzt hier schon 24 Energy Credits, Leute. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Das ist äußerst gewaltig. So, und ich weiß, dass irgendwo noch woanders ein Vierer war. Wo war denn der? Ne, das war ein Zweier. Ach, der war doch hier irgendwo, meine ich. Ja, hier, der. Genau, der hier. Da machen wir auch nochmal einen Dysons-Schwarm jetzt hier rum. Ist direkt nebendran.
Stufenaufstieg jetzt hier für Barbara Slanisch. Ist aber nichts, was ihr was bringt, weil dafür müsste sie in unseren Rat rein. Unterlichtgeschwindigkeit für Schiffe. Wir verbessern das da. Und sehen dann weiter. Booting up a new colony. Mhm. Das kostet Kristalle. Kristalle machen wir schon. Das würde hier, glaube ich, das Problem jetzt hier komplett lösen für mich. Unsere Heimatwelt ist ready. Ja, unter diesen Umständen werde ich jetzt hier in unserer Heimatwelt einfach erst nochmal gucken, gibt es hier noch irgendetwas Wichtiges? Und dann machen wir einfach nochmal ein bisschen mehr Forschung hier rein. Ich gehe mal alle Planeten kurz mal durch, ne, damit ich auch sehe, dass die alle das haben, was die haben sollen. Dem fehlt noch das da. Denen fehlt das auch. Kann ich noch mehr Blocker entfernen bei der Situation? Dir fehlt das auch noch. Hier machen wir schon das Augmentierungszentrum. Hier ist es schon drin. Wir haben einen weiteren Erstkontakt, um den kümmern wir uns demnächst, aber nicht sofort. Das ist gut, das ist gut. Oh, warte mal. Hier fehlt auch noch eine Genklinik. Und ansonsten haben wir es hier. Okay. Dann analysieren wir mal diesen Erstkontakt. Es ist gut möglich, dass jetzt hier schon der erste aufgetaucht ist von unseren Nachbarn. Ich will auf jeden Fall jetzt hier schon mal hergehen und das jetzt hier verteidigungstechnisch zubauen. Wir haben die Plastik-Stahl-Panzerung am Start. Oh, wir haben einen Betharian. Ja, dann mal her damit. Dann her damit, Freunde. Du machst hier noch schnell weiter. Du bist hier fertig, hast keine Befehle mehr. So, wie sieht's aus? Oh, noch einer. Also ich glaube, jetzt kommen wir so langsam aber sicher in Kontakt mit anderen Reichen, die jetzt keine gefallenen, rätselhaften Roboterreiche sind. Die Wächtermatrix hier. Du kannst ja noch aufgewertet werden, genau. Machen das hier gleich nochmal. Jetzt kann ich schon auf 50 hochgehen, by the way. Aber ich kann die nicht miteinander vereinen. Warum nicht? Sensorische Funktionen. Bei Ankunft der Crew in Austin konnten sie bestätigen, dass ihre Sensoren tatsächlich eine Fehlfunktion aufwiesen. Die gute Nachricht ist, dass nicht nur ihre anfänglichen Schätzungen bezüglich der Energieproduktion des Sterns grob untertrieben war, Chio scheint auch aus vergangenen Fehlern gelernt zu haben. Nice. Sehr, sehr nice. Debris decrypted. Payday. Cool. Regeneratives Rumpfgewebe nochmal ein bisschen verbessern, Mineralien, seltene Kristalle und Ingenieurforschung. Und die sind jetzt hier auch gleich upgraded. Ah, jetzt kann ich sie doch miteinander verbinden. Nice. Ist das eigentlich alles die Nova-Klasse? Das ist komplett Nova-Klasse, okay. Ja komm, dann machen wir es dann doch so. Ich gehe jetzt hier auf die 50 hoch. Das passt. Und was ist eigentlich mit den Schiffen hier? Die habe ich noch völlig ignoriert bis jetzt. So, Konstruktionsschiffe haben wir noch ein paar. Die stelle ich jetzt mal ein, dass du jetzt hier automatisch Sachen baust. Dann haben wir noch ein weiteres Forschungsschiff. Ich werde jetzt diesem Forschungsschiff jetzt hier sagen, dass wir nach draußen... Genau, es gibt hier noch Orte, die wir forschen können. Und hier hat es ja auch nochmal Feinde. Und nochmal eine große kontinentale Welt. Also wir machen jetzt hier nochmal Anomalien dafür. Einfach ein paar Anomalien noch abarbeiten. Bei der Gelegenheit. Level Up für Dante. Zerstöre. Waffenschaden für Schiffe. Beobachter. Kleiner Waffenplatz.
und mittlerer. Auch finde ich eigentlich ganz gut. Wenn wir eine zweite Flotte haben, wird er auch eine Flotte befehligen. Das finde ich ganz vernünftig. So wie es aussieht... Hä? Hatte ich dir nicht gerade eben gesagt, du sollst... Ach, Entschuldigung. Archäologische Ausgrabungsstätten. Ich habe das Falsche gewählt gehabt. Weltraumautomaten. Okay, wir lernen jetzt, so wie es aussieht, die Maschinen kennen. Betharian-Kraftwerk ist am Start. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir auf die Railgun. Das muss ich rauskriegen. Oh, ich liebe diese Cyberpunk-artige Musik in dem Spiel. Das ist die cool. Das ist eine der neuen Musiktitel. Feier ich voll. So, wir werten jetzt dich hier auf. Ich will noch mehr Energy Credits machen. Meine Wirtschaft macht hier nämlich gerade eben, so wie es aussieht, ein ordentliches Spagat. Und zwar kein angenehmes. So, Moment. Hier muss ich jetzt auch mehr davon noch machen. Dann muss ich noch das Heiligtum der Augmentierung hier noch mit reinnehmen. Der ist erst bei 46%. Diese Tundra-Welt muss noch abgegradet werden. Okay. Ja, es werden wohl Maschinen sein, die wir jetzt hier kennenlernen. Ist mein Eindruck. So, Cybrex Alpha gehört übrigens jetzt hier uns. Und wir können anfangen, sobald wir das Megabauwesen haben, diese Dinge jetzt hier zusammenzubauen. Zumindest drei davon. Ich glaube, wir können wirklich alle. Wir können alle vier davon machen. Aber das Sinnvollste wäre, glaube ich, erst eine selber zu bauen und dann die hier zu nutzen. Ich glaube nämlich, ansonsten nehmen die sich gegen sich das Cap weg. Hat er nochmal zwei Planeten? Nochmal eine Wüstenwelt für 10? Okay, die ist klein. Nochmal eine kontinentale. Chio hat ein Level Up. Seinem Forschungsschiff. Ich will auch, dass er das Ressourcenniveau erhöhen kann. Ja, es sind die uralten Bergbaudrohnen, die wir jetzt hier kennengelernt haben. Aber es gibt noch eine zweite Quelle. Moment. Hier brauche ich jetzt im Grunde auf jeden Fall nochmal einen Sammler. Na, ich muss irgendwo auch die Nahrung nochmal herbekommen. Das ist alles gerade eben so mittelmäßig. Oh, ich habe nochmal die Cybrex-Forschungsstation bekommen. Gut, ich brauche sie nicht wirklich. Nicht so richtig brauche ich sie. Ey, Tigrus hat schon wieder, so wie es aussieht, ein Kriminalitätsproblem. Es läuft halt immer noch hier, ne? Das ist so ärgerlich. So, die Railgun ist bereits erforscht. Ich glaube, ich werde erstmal jetzt hier die Korvetten verbessern. Ja, definitiv. Weil Korvetten haben wir schon einiges. Und wir machen auf einmal jetzt hier schon nicht mehr so viel Legierungen. Aber bevor ich den Kollegen jetzt hier upgrade und mir noch mehr Legierungen jetzt hier reinhole, da brauche ich jetzt erstmal die Energiequelle. Und da arbeiten wir jetzt gerade eben daran, an... zwei Stellen. Build job complete. Wo ist die zweite Stelle? Hä, bin ich doof? Okay, ich find's gerade eben nicht. Ich raff's gerade eben nicht. Monströse Geräusche. Okay, wir schicken bedrohliche Geräusche zurück. Vielleicht ist es eine Form der versuchten Kommunikations, was auch immer. Ah, und... Hä? Ach so, es ist noch gar nicht fertig. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was soll denn das jetzt hier? So, die Ordnung auf Tigrus ist wiederhergestellt. Übrigens, Katz habe ich Tigrus genannt. Das fand ich eine schöne Ironie.
So, jetzt können wir das jetzt hier wieder aufheben. So, 96. Da können wir jetzt mal live dabei sein, jetzt hier, wie aus diesen vier. Ich weiß nicht, wie viele. 24 werden. Das ist schon episch nice. Dann werden wir dich jetzt hier mal so, auch sofort upgraden. Dann haben wir schon zwei richtig gute. Oh, was ist jetzt los? Wächterprotokoll 712-6 aktiviert. Initialisiere Datenspeicherübertragung zu primitiver organischer Zivilisation. Anmerkung, Fehler, Datenblock beschädigt. Cool, ich bekomme nochmal 25% mehr Forschung. Spontan. Okay, es gab wieder eine neue Wahl. Stiller Wolf ist der neue Chef. Willkommen, Stiller Wolf, du bist jetzt unser Chef. Jetzt machen wir mal den Quantum Neurolink. Beziehungsweise, eigentlich ist das grober Unfug. Den kann ich auch anders mir holen. Nee, wir machen das anders. Wir holen uns jetzt erstmal das da. Hier kann ich nochmal eines davon machen. Wie sieht's hier aus? So macht das mehr Sinn. Dann können wir... Beunruhigend. Also, was haben wir hier? Der Rubrikator. Oh nein, nein, hör auf, bitte nicht. Stoppe das. Ich möchte nicht, dass du den Rubrikator machst. Auf gar keinen Fall sollst du den Rubrikator jetzt schon machen. Stop it. Hier hinbewegen. Um Gottes Willen. Ich will doch den Drachen noch nicht rauskitzeln. Eingestürzte Gebäude, abgestürzte Raumschiffe, Klumpen von geschmolzenem Müll und Schmuckstücken deuten darauf hin, dass die ehemaligen Einwohner von Armageddon inmitten eines verlorenen Krieges gegen einen überlegenen Feind aus ihren Häusern geflohen waren. Leichen, die ausländischen militärischen Insignien tragen, deuten darauf hin, dass es möglicherweise zu Konflikten zwischen den Rattenclans gekommen ist, die aus verschiedenen Heimatwelten stammten. Ihre Evakuierungsbemühungen wurden dadurch behindert, dass sie nicht bereit waren, ihre geschätzten Schmuckstücke aufzugeben und viele verloren ihr Leben, um völlig banale Gegenstände zu retten. Ein Artefakt scheint jedoch einen besonderen Platz in der Gesellschaft zu haben, der Rubrikator. Es scheint, dass sie lange und hart gekämpft hatten, um ihn zu retten, ihn aber letztlich zurücklassen mussten. Ja, wie gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall, dass das Ding jetzt hier gemacht wird jetzt. Um Gottes Willen, nein. Bitte mach andere archäologische Ausgrabungen, aber nicht die... Das ist ja nochmal eine Welt. Das ist nochmal eine Wüstenwelt. Wow. Okay. Da ist nochmal eine Wüstenwelt. So, jetzt kann ich die ja auch nochmal upgraden. Wie sieht es jetzt hier aus mit der tropischen Welt? Genau, die kann ich auch nochmal... Urschleim, ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Ich könnte das jetzt hier wieder reaktivieren, aber ich möchte die 3000 noch nicht ausgeben. Ne? So viel habe ich noch nicht. Und ich kann jetzt hier die Geheimnisse der Cybrex jetzt hier mir an den Start gehen lassen. Nice. So, meine Flotte ist jetzt hier bei 5,7k. Ich traue es mir zu, jetzt hier den hier mal auf die Plauze zu hauen. Und danach direkt denen. Und vielleicht schaffen wir dann sogar noch die da. Das wäre angenehm. Du gehst noch jetzt hier hoch und besetzt noch für uns dieses Gebiet hier. Und dann noch das da. Warlord hat wieder ein Level Up. Er regiert Mars. Er kann noch mehr Ressourcen für uns da rauskitzeln. Sehr schön. Nochmal 5% mehr. Ja, wir werden jetzt erstmal das jetzt hier noch verbessern. Und die Nahrungsmittelsituation fängt
an, uncool zu werden. Warte mal, hier, genau, das hier hatte ich doch extra gebaut. Dafür. Dann möchte ich hier mehr Flottenkapazität jetzt hier erwirken. Das ist auch gut. 1, 2, dann mache ich hier noch so ein Teil hin. Auch zum Sammeln natürlich, von der Reichweite her, aber nicht nur dafür. So. Der hat es jetzt hier schon geschafft, wie ihr sehen könnt. Der produziert jetzt schon 64 und jetzt bauen wir es aus auf die letzte Stufe. Dann wird der bei 128 liegen am Ende. Oh, und wir haben jetzt hier diese moralische Demokratie. Oh, das ist eine von diesen neuen. Ein wahrlich gutes Treffen, Freunde. Wir sind Cenac Confederacy, eine auf den Prinzipien von friedlicher Koexistenz und individuellen Freiheiten aufgebaute Nation. Premierminister Umpoler, unser aktueller Regierungsoberhaupt, hat ausdrücklich der Hoffnung auf eine dauerhafte Freundschaft zwischen unseren Völkern zum Ausdruck gebracht. Ketzer! Ich habe sie jetzt mal direkt als Ketzer gebrandmarkt. Und die wohnen hier direkt daneben. Hier sind sie. Ja, die sind absolut direkt hier daneben, neben uns. Jetzt kann ich vielleicht das da oben noch bekommen. Moment, eine Sache will ich noch machen, bevor wir diese Folge beenden. Ich möchte, dass du jetzt noch diese Systeme für mich jetzt hier nochmal aufdeckst beim nächsten Mal. Und dann sind wir raus für heute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Ich kann uns echt nicht beschweren, ne? Wir haben einen richtig guten Platz. Tschüss und Ade.